Schön, dass ihr wieder einschaltet. Herzlich willkommen zurück bei Let's Splinter und Civilization 6. Und ihr seht es, eine etwas andere Eröffnung dieser Folge, denn Saladin, Sultan Saladin von Arabien, wagt es sich und denunziert uns. Ein Sprichwort sagt, dass das Haus eines Tyrannen eine Ruine ist. Und ich sehe um euch herum nur Ruinen. Das ist ein deutliches Zeichen. Und insofern nehme ich euch mit, wir sagen auf Wiedersehen in seine Richtung. Der Gute hat drei Städte: Kairo, Mekka und Jidda. Und wir haben lang und breit überlegt, ob wir gegen ihn tatsächlich tätig werden. Und das ist für mich ein Zeichen, gegen ihn Krieg zu führen. Ohne Wenn und Aber. Die Frage ist nur, wie machen wir es taktisch klug? Wir brauchen Einheiten, um die Städte einzunehmen. Das bedeutet für mich in allererster Linie, St. Louis hat relativ schnell umzusiedeln, denn wir brauchen Bombarden. Und davon zwei Stück. Die alchemistische Gesellschaft muss mal wieder nach hinten rücken. Treffen des Weltkongresses steht bevor. Es gibt eine Sondersitzung. Wir können sofort einen formellen Krieg erklären, weil er uns denunziert hat. Schottland wäre übrigens am Start. Und das für 5 Gold für die nächsten 30 Runden sogar. Ist natürlich hochinteressant, weil er einigermaßen in der Nähe ist. Aber ich glaube, der ist noch im Krieg. Ja, der ist mit den Zulu noch im Krieg. Die Frage ist, wie erfolgreich wird dieser Krieg hier geführt? Die Zulu sind nirgendwo in der Nähe. Haben hier zwei große Generäle stehen. Ja, wir positionieren uns mal geschickt. Und wir haben hier echt viele Kultisten abzuräumen. Das ist mal so das Erste, was wir tun müssten. Frage ist, wollen wir das schon erledigen? Die Galeere kann hier natürlich fast gar nichts ausrichten. Könnten wir zur Karavelle verbessern, aber das macht auch kaum Sinn. Und die Stadt angreifen brauchst du auch nicht. Wir stellen uns nur geschickt auf. Der Musketier geht sofort in die Richtung. Die Galeere oder die Galeeren könnten eventuell aber im Weg stehen für die Kultisten, falls sie rüberkommen wollen im Zuge der Kriegsführung. Das weiß ich jetzt nicht genau. Das müssten wir einfach dann mal drauf ankommen lassen. Aber wir können natürlich hier wunderbar an der Küste entlang scouten mit denen. Dafür ist es gut genug. Der Kongo hier mit einer Karavelle macht uns keine Angst. Atlanta, wir haben gesagt, brauchen Nahrung. Geht rüber nach Washington. Ist damit viel, viel schneller am Wachsen. Sehr gut. Ja, und ein paar Infanterieeinheiten helfen natürlich auch maßgeblich, sind allerdings erst in 7 Runden da. Dann auch die Bombarde. Und die Frage ist, verbessern wir die Bogenschützen? Momentan mal noch nicht. Hier oben ist schon im Wasser eine Infanterie von uns. Wir haben zwei Infanterieeinheiten. Das ist natürlich sehr gut. Und die ist auch relativ schnell hier. Wir müssen gucken, wie sehr wir damit Jidda angreifen können. Positionieren uns also in dem Zusammenhang. Der Musketier hier drüben, er sollte eigentlich noch ein bisschen erkunden. Die Frage ist, hält er jetzt aus, um zu unterstützen und die Kultisten relativ schnell aus dem Spiel zu nehmen, falls es zum Krieg kommen sollte. Sondersitzung des Weltkongresses. Hilfsanforderung für Shaka. Warum nicht? Obwohl, boah, Sultan Saladin fünfmal dafür. Ansonsten viele dagegen. Aber wir befinden uns in einem Wettkampf. Das ist interessant gelaufen. Diplomatie-Siegpunkte könnten wir dadurch erhalten. Na, sehr schön. Unser Speer ist in Brasilien angekommen und geht mal ein bisschen erkunden. Das freut mich. Da sehen wir jetzt endlich mal ein bisschen mehr. Granada hier. In Chicago der nächste Händler, der auch wieder einen internen Weg geht. Boah, plus 10 Gold nach Forres. Ist ja von den Schotten. Plus 16 Gold für Scone. Na, es bleibt bei den internen Routen. St. Louis ist hier das Ziel. New Orleans. Bombarde in 6 Runden. Alchemistische Gesellschaft durch. Wir gehen auf den Markt. Chicago hat den Händler durch. Deswegen hatten wir den auch zur Verfügung. Das macht insofern Sinn. Die Schiffswerft wäre ein Thema. Ansonsten einfach zu wenig möglich hier momentan. Das Gold sparen wir uns momentan mal ein bisschen. Wir könnten eine Bombarde, glaube ich, jetzt schon kaufen. Ja, ich glaube, das machen wir auch an der Stelle. Dann können wir die schon mal zeitgleich rüberschicken. Und sparen uns eine Bombarde. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das nicht kommen sehen mit dem Krieg, aber dadurch, dass wir jetzt hier denunziert werden, wo wir mit allen anderen einigermaßen fein sind, die Zulu. Also bei den Zulu muss man einfach mal festhalten. Die haben hier fast jeden denunziert, uns in dem Krieg. Da sind wir ja die besten Freunde von denen. Also dann ist das mit.
Sultan Saladin, Saladin Sultan vom Arabischen Reich, nennt ihn wie ihr wollt, echt nicht für die Zukunft und auf Dauer ausgelegt. Das muss hier zum Krieg kommen. Wir heilen mit dem Musketier hier oben aus. Nee, würde ich gern sehen, dass der Kultist aufs Wasser abhaut, damit wir mit dieser Galeere ihn potenziell. Na, dann sehen wir zumindest, ob wir ihn damit töten könnten, wenn er im Wasser ist. Momentan sehe ich das ja nicht, dadurch, dass die Einheit nur im Wasser unterwegs ist. 4 Runden bis zum Industriezeitalter. Große Persönlichkeit, der große Ingenieur. Der gibt unseren Leylinien den kleinen Boost. Wir gucken mal gerade drauf. Eine Produktion, 4 Gold, eine Wissenschaft. Wir nehmen uns natürlich Ada Loveless. Ah nein, und James Watt wurde uns noch weggeschnappt. Für die Fabrik und die Werkstatt in dem Bezirk als Sofortbau. Mal gucken, ob uns Ada Loveless weiterhilft. Heureka für Computer und lässt eine Stadt, einen Bezirk mehr bauen, als das Bevölkerungslimit erlaubt. Oh, das ist gut. Das können wir sehr, sehr gut in Chicago momentan benötigen. Wir gucken mal gerade, ob wir das Computer-Heureka noch gebrauchen. Also ich sehe die Computertechnologie. Und das müsste damit auch gemeint sein. Fakt ist, wir nehmen sie auf jeden Fall. Und sind jetzt hier bei einem weiteren Produktionspunkt dadurch. Geht nach Chicago und wird eingesetzt. Ja, und damit lösen wir wahrscheinlich die Produktion der Schiffswerft ab. Computertechnologie, so ist es, bekommt den Boost. Wir gucken uns das hier nochmal an. Haben wir hier jetzt ausgelöst. Für Drohnen und Hochwassersperren. Vor allen Dingen haben wir mit ihr ja noch eine weitere Aktion. Denn wir haben das Mausoleum von Halikarnassos. Die Frage ist, wo hilft es uns am ehesten weiter? Cincinnati hat momentan. Na, die haben noch Platz. Wir gucken uns das mal an. In unseren Städten. St. Louis hat Platz. Ja, in Atlanta ist es ein Thema. Ohne in Boston tatsächlich. Die Frage ist, was brauchen wir in Boston noch, was ich übersehen hätte? Der Hafen ist da. Chicago und Atlanta sind momentan Thema gewesen. Wir gehen jetzt hier aber in Chicago von der Schiffswerft weg. Ja, das Schlimme, aber Verständliche in dem Zusammenhang ist aber die Altertumsstätte. Die verhaut uns tatsächlich diesen +7er Handelszentrumbezirk. Wir können hier drüben +7 bauen, geben damit aber einen sehr, sehr guten Theaterplatz auf. Boah, ist das bitter. Den können wir natürlich noch rüberziehen. Auch von Cincinnati dann noch. Weil in Chicago haben wir den ja schon. Frage ist, brauchen wir was anderes? Wir gucken gerade nochmal drauf. Industriegebiet. Mal gut und gerne hier unten noch möglich. Wir könnten das mal umändern. Aber dann tatsächlich erstmal aufs Handelszentrum. Hier +7, das ist ja sensationell. Und dann setzen wir hier nochmal einen Theaterplatz hin, +5. Der kommt dann irgendwann von Cincinnati, aber das mussten wir jetzt an der Stelle umbauen. Ah, unser Speer ist hier gut unterwegs, findet Salvador da Bahia. Zeitalterpunkt für die große Persönlichkeit. Damit sind es in 4 Runden noch 3 Punkte. Das müsste zu machen sein. Das bekommen wir irgendwie hin. Wohnraum benötigt tatsächlich in Philadelphia. Und da ist noch Platz, der Kornspeicher. Nehmen wir gerne mit und haben damit die Probleme weniger. Überschwemmung in Sanaa. Glück für uns. Wir sind in der Nähe, aber nicht da, wo wir sein müssten, um was abzubekommen. Einheiten positionieren sich hier sehr geschickt. Na, also die Infanterie ist es noch nicht, die uns hier den möglichen Sieg bringt. Dafür müsste diese Bombarde mal los. Oh, und die braucht 4 Runden hierüber. Hoffentlich geht das einigermaßen schnell. Ein Händler zur Verfügung, der ist in Charleston nicht so sehr benötigt. Da sind wir uns drüber einig. Insofern gehen wir mal ganz gemütlich nach New York, wo wir übrigens, nachdem der Campus fertig geworden ist, ein Handelszentrum hinterher senden. Baltimore ist der Leuchtturm durch. Das ist schön für die Nahrung an Küstengeländefeldern. Sensationell hier teilweise, was diese Stadt schon kann. Handelszentrum hier +5, sofort der nächste Handelszentrumsbezirk, der hier errichtet wird. Einheit ruht vor Mekka. In Charleston der Händler durch. Und dann sind wir so klug als wie zuvor. Wir hatten hier die Thematik mit dem Handelszentrumbezirk. Ein Industriebezirk setzt sich am besten auf ein gutes Feld. Das ist alles nicht ganz einwandfrei. Und die Frage ist, denke ich dran, wenn ich einen Handwerker einsetze oder reinpacke, die Karte zu aktivieren? Um mir mal wieder 2, 3 gute Handwerker zu holen, bald.
Ich hoffe schon. Wir machen es jetzt einfach und beißen ansonsten in den sauren Apfel. Kultisten sammeln sich hier schön um Mekka und Kairo herum. Das dürfte relativ schnell aufzulösen sein, wenn es zum Krieg kommt. Raffinerie bekommt einen Heureka. Wir gucken kurz warum. Immer spannend. Ein Kohlekraftwerk. Oh ja, sehr schön. Boost also auf die Ölressource und die Ölquelle und das Kriegsschiff. 2 Zeitalterpunkte. Das heißt, wir sind nur noch einen in 3 Runden entfernt. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Vulkan wird aktiv. Das interessiert uns nicht. So, wir haben 2 Gesandte und wir wissen, was wir machen. Wir gehen auf Maskat. Und damit werden wir Suzerän und damit eine Annehmlichkeit in Städten mit Handelszentren. Und das sind echt viele. Dadurch auch zusätzliches Gold. Entdecken Sao Paulo und bewegen uns natürlich über Straßen. New York bekommt die Möglichkeit, ja, die Frage ist, welche Möglichkeit, für viel Gold und ein bisschen Kultur nach Mahendraparavata. Aber warum auch hier nicht am Anfang mal nach Washington? So, wir hatten Chicago gesagt, möchte nach, boah, Frage ist, wo brauchen wir auf lange Sicht den zusätzlichen Bezirk? Ja, vermutlich wirklich in Chicago, weil die einfach nicht genug Nahrung hier produzieren. Wir packen Ada Lovelace hier doppelt rein. Und können dadurch schon den Industriebezirk setzen. Und mit der Produktion auch festmachen. Das ist natürlich das Gute, weil je weiter man voranschreitet, desto teurer wird das. Ich habe das schon oft thematisiert. Washington hat das Kohlekraftwerk fertig. Damit ist die Stadt energieversorgt, was dafür sorgt, dass die Fabrik und die Börse besser agieren. Plus 17 Gold hier bei der Börse und die Fabriknummer plus 6 und plus 10 Produktion. Sorgt für eine Infanterie. Die schicken wir natürlich Richtung Kriegsgebiet, obwohl es noch gar kein Kriegsgebiet ist. Oh, die Grenzen sind verstärkt worden hier. Maskat hat mit Shaka Frieden geschlossen und mit Kumasi. Wir gucken uns das hier von außen an. Gar kein Problem. Das ist gar kein Problem für uns. Wir können hier schon Straße plündern. Machen wir an der Stelle sehr gerne. Die Wege hier drüben werden nicht genutzt. Da lege ich mich jetzt schon fest. Washington Kohlekraftwerk durch. Ja, und jetzt ist die Frage, wo gehen wir mit der ganzen Produktion und allem hin? Kapelle des Großmeisters ist ein Thema. Wir könnten auch ein neues Produkt erschaffen, was uns plus 20% Wachstum und 3 Wohnraum generieren würde. Das ist allerdings nicht das, was wir benötigen in erster Instanz. Warum nicht auf den Handwerker? In 2 Runden fertig und wir wollen in einer Runde sowieso die Karte reinnehmen. Cincinnati hat die alchemistische Gesellschaft durch. Wir gehen auf den nächsten Oh, hier ist auch eine Altertumsstätte. Das gibt's ja nicht. Handelszentrum auch hier nicht möglich. Und jetzt sind wir ein bisschen gefangen, was die Stadt anbelangt momentan. Wir gehen auf den Händler. In Charleston könnten wir einen Archäologen organisieren. Braucht allerdings 12 Runden. Oder 1600 Gold. Können durch ein bisschen Eisen Gold machen. Und durch ein bisschen Kohle. Die Frage ist, ob wir die Robe des Guru benötigen oder uns damit 562 Gold holen von Peter dem Zweiten. Ich glaube, das machen wir tatsächlich. Damit sind wir relativ nah und können uns den fast schon kaufen. Das hilft uns sehr viel weiter. Nehmen wir den Archäologen hier raus und kaufen uns den wirklich. Mit 1600, oh, ich habe 1800 gedacht. Naja, sei es drum, wir haben genug Gold auf jeden Fall auf der hohen Kante und gucken, wo wir hin müssen. Der wird hier drüben zweimal auf jeden Fall aktiv. Das ist sehr, sehr zeitnah. Los Angeles hat die Bibliothek durch, da gehen wir auf die, boah, wir haben Produktionsprobleme in L.A. Deswegen gerne auf die Schiffswerft, auch wenn das noch lange dauert. Es gibt eine freie Stadt tatsächlich. Rom! Bitte? Ach so, Rom hat nicht mehr genug Loyalität, um Lugdunum im Reich zu halten. Ich dachte, es ist Rom selbst. Das wäre ja vollkommen abstrus gewesen. Volle Loyalität. Ich verstehe nur Freundschaft oder verbrannte Erde. Verbrannte Erde ist da. 50% Produktionsbonus für Siedler und die Kosten für den Landkauf reduziert. Aber wir wollen was ganz anderes. Wir brauchen die Handwerkeraktionen und die packen wir momentan rein. Nur für den Erfindungsgeist notwendigerweise. Ja, wir sind mit dem Archibald-Archäologen unterwegs. Handwerker sind
gut auf dem Weg. Einer, zwei, mit jeweils fünf Aktionen. Und wenn wir noch einen dazu kaufen könnten, am liebsten hier irgendwo. Boah, die Frage ist wo? Na, vielleicht hier drüben in Baltimore oder New York. Wobei hier unten noch genug zu tun ist. In Philadelphia, wir nehmen den hier mit rein. Handwerker mit fünf Aktionen, Teil 1. Gehen jetzt auf die Mobilisierung. Drei Korps in dem Militär werden wir nicht haben. Vielleicht aber auch die Massenmedien für die weniger Prozente an Kriegsmüdigkeit, die wir benötigen werden. Ah nein, die Massenaushebung ist auch gut für weniger Gold pro Runde, was wir ausgeben müssen. Denn Einheiten kosten uns 52 Gold pro Runde momentan schon. Können Honig von Nsingambande aus dem Kongo erwirtschaften. Lugdunum haben wir gesehen. Der Speer geht hier einmal über den Fluss und entdeckt natürlich Neues. Der Gesandte wieder zwei Stück, das ist ja super. Ja, da ist die Frage, ob wir nach Ayutthaya gehen und dann dafür Amani verschieben. Das können wir machen. Die Frage ist, wohin? Einfach mal nach Rapa Nui. Wir bekommen ein Angebot von den Schotten. Wir sollen Literatur abgeben. Nein, wir bekommen Literatur und sollen Kohle und Salpeter abgeben. Nein, das können wir uns momentan in der Situation nicht erlauben. Tut mir leid. Wir bleiben verbündet und alliiert. Aber das ist natürlich nicht das, was ich mir vorstelle. Oh, wow. Chemiker stottern meistens nicht. Es wäre auch mehr als schlimm für Sie, denn wie sollten Sie je Wörter wie Methylethylamylophenyl aussprechen? Methylethylamylophenyl ist ein Wort, das ich sehr gut aussprechen kann. Scheinbar. Der Gebirgstunnel durch die Chemie freigeschaltet. Panzerabwehrmannschaft ist da. Und das Forschungslabor als Gebäude im Campus. Wir schauen auf den Außenposten der Barbaren, der hier oben bei den Schotten nochmal um die Ecke kommt. Boah, für Tabak bekommen wir echt nicht viel. Das ist ein bisschen bitter. Ah, aber wir können die Allianzen erneuern. Und das machen wir hier in der Folge auch noch, damit wir gucken, wie viel wir dafür bekämen. Und ich bin einigermaßen froh, dass hier gerade alle zugestimmt haben, wieder eine Allianz zu bilden. 5 Gold pro Runde für die Militärallianz mit Robert dem Ersten. Sehr, sehr wichtig. Und jetzt gucken wir gerade, was uns. Ja, wobei, es wird nicht besser. 4 Gold. Es ist nix. Wem nehmen wir am besten das Geld aus der Tasche? Ja, vielleicht tatsächlich mal Julius Caesar, der genug davon hat. Ja, und den Rest gucken wir uns zeitnah an. Also der Archäologe ist hier auf dem Weg, um die Möglichkeiten hier abzuschöpfen, die Bezirke zu bauen, die wir uns so vorstellen. Wir haben noch eine Runde für das Industriezeitalter und uns fehlt noch ein Punkt. Das müssen wir gerade noch machen. Und ich glaube, das regeln wir über eine große Persönlichkeit. Ja, wir können die 180 Gold einsetzen, denn wir schaffen es in der nächsten Runde, den Schriftsteller Edgar Allan Poe zu generieren. Aber ich weiß nicht, was zuerst kommt. Der Schriftsteller oder der Zeitalterwechsel? Also wie rum das Ganze aufgebaut ist. Ich möchte auf Nummer sicher gehen und setze Glauben ein, um Edgar Allan Poe zu generieren. Das gibt uns den Zeitalterpunkt. Und damit sind wir nächste Runde in dem goldenen Zeitalter. Ist das großartig. Das gibt uns übrigens auch einen Kulturpunkt auf den Leylinien. Klar, Edgar Allan Poe wird in der nächsten Runde agieren können. Und damit lasse ich euch jetzt hier zurück. Das ist ein ganz guter Abschluss. Ich freue mich über die Kulturpunkte auf den Leylinien. Ihr seht es, mindestens 4, 5, wo waren noch welche? Ich weiß nicht, wie viele wir insgesamt in unserem Reich haben. Aber die sorgen natürlich da erstmal für einen schönen Bonus hier in Sachen Kultur. Und wir sichern uns ein goldenes Zeitalter hier mit Abraham Lincoln, obwohl wir schon in einem sind. Sehr, sehr gut für uns. Und insofern freue ich mich auf die nächste Folge und freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Lasst mir doch auf YouTube gerne ein Abo da, wenn ihr Lust habt. Wir sehen uns ansonsten auch so in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, euer Let's Splinter. Macht's gut. Ciao, ciao.